erwarten Sie das Unerwartete und lösen Sie sich vom kindlichen Glauben, für Wirklichkeit zu halten, was Sie sehen. Es heißt, nette Typen erzählen keine guten Geschichten. Die Geschichte dieses Herrn ist verdammt gut. Er ist der große Gebieter, quasi Hirn, Herz und Hoden der Punkrockband meetz, was verrückte Sünde heißt. Der Herr ist nicht immer so ruhig. Er kann, wenn er will, einen Tsunami lostreten. Köfte nennt er sich. Köfte de Ville, 47. Zarte Seele, harte Schale, Hang zur Diva, viel Talent für große Momente. meetz, 1987 in Berlin gegründet, gehört zu den aufregendsten Psychobilly-Bands der Musikgeschichte. Heute sind sie stilistisch breit gefächert. Like a ship in a stormy sea, I've been drifting all the way from me. From my ideas and from serenity. Köfte ist der einzige Überlebende der fast 30-jährigen Band. Zeit, meetz bei Rock the Classic willkommen zu heißen. Berlin im August. Ein heißer Tag. Wir machen uns auf, meetz mit einer schönen klassischen Aufgabe zu betrauen. Die Band ist auf verschattete Themen aller Die Welt ist krank abonniert. Herzlich willkommen zu Rock the Classic, jener Sendung, in der Popbands klassische Stücke neu interpretieren. Und zwar unter Mithilfe unseres Klassikexperten Beat Blättler. Herr Blättler, heute geht es ja um die Band meetz hier in Berlin. Kennen Sie die? Ja. Ich habe im Internet nachgeschaut, ich habe mir ein paar Stücke angehört. Gefällt es Ihnen? Es ist sehr unterschiedlich. Es hat schöne Momente, es gibt natürlich auch sehr viele düstere Momente. Ich habe ein Video gesehen, das geht fast in Richtung Voodoo. Also das ist dann schon ziemlich gefährlich. Unter uns hört ja niemand zu. Das ist doch in Ihren Ohren das Allerletzte, oder nicht? Nein, das Allerletzte nicht. Es ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber auch das schaffen wir. Ich liebe Ihren Hang zur Diplomatie. Und mal gucken, ob wir eine Basis finden für Kommunikation mit der Band. Probieren wir mal. Hier müssen wir raus. Klassikexperte Blättler, mit dem ich da durch Kreuzberg gehe, ist im wirklichen Leben Solofagottist im Luzerner Symphonieorchester und Dirigent diverser Ensembles. meetz erwarten uns in einem Tonstudio. Die Band hat sich nach bösen Zeiten frisch gehäutet, teils neu formiert. Da oben ist das Studio nämlich, da gehen wir gleich rein. Aber was für ein Stück haben Sie sich denn jetzt ausgesucht für die? Ich denke, ich habe wohl das bekannteste Stück der klassischen Musik mitgebracht. Ach so! Ah, da habe ich schon so eine vage Ahnung, was es sein könnte. Gut, ja, schauen wir mal. Hier, da. Hallo Leute! Hallo! Ja, das ist Beat Blättler. Hallo! Hallo zusammen! Beat Blättler ist unser Klassikexperte. Mit dem zusammen werdet ihr ein klassisches Werk neu interpretieren. Und jetzt ist die große Frage: Um welches Werk geht es überhaupt? Mit drei kurzen und einem langen Ton wird ein großes Schicksal gezeichnet. Na, erkennt man ihn von hinten? Ich behaupte mal Beethoven. Richtig! Spätestens auf Clockwork Orange kennen wir ihn ja. Also, ja. Ne?
Jetzt seid ihr ja psychedelische Abgeh-Spezialisten. Gibt es da inhaltlich eine Parallele zu Beethoven? Wie schätzen Sie das ein als Spezialist? Es ist ein Schicksal. Und Metzin muss jetzt mit dem Schicksal 5. Sinfonie sich beschäftigen. Und das große Schicksal für Metzin ist noch, dass wir beide mitspielen wollen, Herr Boni. Sehr geil. Das kriegen wir. Das machen wir, wa? Ja. Achtung. Ihr könnt damit machen, was ihr wollt. Ganz schön ist, wenn wir das am Ende oder auch wenn der Zuschauer das noch so halbwegs erkennen kann. Nein, ich glaube, aus dem können wir was basteln. Und ja? Machen wir auch gerne. Ne? Ja, absolut. Ich weiß nicht, ob jemand Noten lesen kann von euch. Okay. Ja, Noten lesen gehört nur bedingt zur Kernkompetenz einer Punkband. Du, übersetzen wir das mal. Übersetzen wir das mal eben. Na? Ich glaube, es geht. Ja, ich komme klar. Du kommst klar. Beethoven, für euch spontan sympathisch oder mehr so ein... Ja, er war ein abgedrehter Typ auf jeden Fall, schon mal, für seine Zeit. Und ich war natürlich auch ein leichter Verneinerer der Klassik, als ich jünger war. Und habe es dann später entdeckt. Aber habe den Zugang natürlich durch Beethoven, durch diesen Clockwork Orange-Film damals. Clockwork Orange, muss man wissen, ist für Punks, was Bayreuths grüner Hügel für Wagner-Fans. Zum Niederknien. Ich find's gut. Ja, ich bin auch sehr happy mit der Auswahl. Ja, oder? Ja, dann frisch ans Werk. Wir haben schon Angst. Ja. Blues-Schema. Und dann gehen wir rein in den Vocal. Ups, Herr Blättler kommt und zeigt die rote Karte. Darf ich dich unterbrechen? Ich weiß, dass ich tonal nicht gerecht bin, aber es hört sich besser an. Vielleicht, wenn wir das schaffen, dass wir die Originaltöne am Anfang nehmen können. Okay. Das wäre, ich weiß nicht, wie das für die Gitarre geht, ist das... G, 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 S, F, 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 D. Es müssen nicht die notierten Töne sein, aber ich hätte die Intervalle eingehalten, so um das Schicksal zu bestätigen. Okay. Und nachher wechselt ihr auf Maxi. In die Interpretation sozusagen. Genau. Ja. Mach mal ruhig am Anfang. Ludwig van Beethoven hat ja schon früh Notizen gemacht über dieses Motiv, drei kurze, eine lange Note. Er hat dann immer wieder Übungen gemacht, er hat sich viele Überlegungen gemacht, wie er dieses Motiv verarbeiten könnte. Er hat ja dann auch die dritte und vierte Sinfonie dazwischen geschrieben, bevor er seine fünfte Sinfonie beendet hat. 1808 wurde die fünfte Sinfonie im Theater an der Wien uraufgeführt. Das Orchester hatte keine Zeit zu probieren, Anekdoten erzählen, man musste gewisse Stücke zweimal beginnen. Der Saal soll nicht beheizt gewesen sein, also das Publikum hat gefroren. Eine Katastrophe. Das war die gute kalte Zeit. Beethovens Fünfte setzt heute heiße Energien frei. Thank you.
Insgeheim erhofften sich Madsen von uns Schwanensee oder sowas. Wir bevorzugten ein winterhartes, unkaputtbares Stück, an dem sich eine Punkband gut reiben kann. Beethovens Fünfte eben. Bei den Proben dabei der bandeigene Krisenmanager und Kommunikationscoach. Ist das cool? In meinem Kopf bei mir erinnert mich das immer an Saturday Night Fever oder was ist das? Bee Gees, oder? Sind die Bee Gees? Bee Gees. Ich merke gerade, es ist doch ein bisschen schwieriger, als ich dachte. Also weil es halt nicht dieses übliche Thema hat, jetzt, weiß ich nicht, wie ein Swan Lake oder so. Da kann man natürlich einfach damit arbeiten, dass das Thema kurz einfließen und so, weil hier ist es ja eher eine rhythmische Geschichte. Darum kam ich jetzt auf das Metal-Ding, weil das ist ja schon sehr Metal-lastig, ne? Die ganzen Dynamiken und so und die Kraft, die da drin steckt. Ne? Das ist eben nicht nur eine Melodie. So. Aber es ist eine Herausforderung. Berlin, Ortsteil Schöneberg. Das ist der Kiez, in dem Köfte sozialisiert wurde. Hier waren all die Lokale, in denen er schon als Elfjähriger herumhing, seine Bands hörte, Straßenkämpfe ausfocht und sich Prügeleien ohne Ende lieferte. War früher das Metropol und hier haben alle großen Bands gespielt, die für uns wichtig waren, wie Grams, Motorhead, Stray Cats etc. etc. Iggy Pop, alle. Das war in den 80ern, zu meiner Zeit noch etwas düsterer. Hier waren um die Ecke ein Haufen besetzter Häuser. Hey, alles klar? Alles gut. Cool, lange nicht mehr gesehen. Ja. Peters Kneipe war hier, das war ein ganz, ganz wichtiger Treff für Teddy Boys und Teddy Girls und Rock'n'Roller aller Art und Rockabillys. Da war die Ruine, das war ein Haus, was nach dem Zweiten Weltkrieg nie aufgebaut wurde. Und da drin waren halt, es waren Treffe für Punkrocker, halt für irgendwelche Underground-Freaks, für Künstler, teilweise auch Penner. Und als ich so 11 war oder so, hat es hier dann auch immer Fights gegeben. Nicht immer, aber sehr oft. Auch genau auf dem Platz, auf dem Winterfeldplatz. Zwischen Poppern und Tats und Punks und so. Und war eine verwegene Zeit. Köftes erste Band, er am Schlagzeug. Vorerst heißen sie Sinners Mad, merken, dass es falsches Englisch ist und nennen sich in Mad Sin um. Warum er Musik macht, ist schnell erklärt. Weil aus Faulheit. Aber ich wusste, als ich es damals gemacht habe, als ich aus der Schule rausgeflogen bin, habe ich angefangen, neben dem Sozialamt noch recht gut verdient. Und dass das dann mal irgendwann so ausufert und wirklich zur Lebensaufgabe wird, damit hatte ich ja damals gar nicht gerechnet. Also das hat sich so ergeben. Ja, aber gut, klar, Musik fand ich schon, war halt schon immer ein Teil von mir. Also das war schon immer in mir drin. Darum habe ich es wahrscheinlich dann auch gemacht. Fuck you, die künstlerische Ader verdankt Köfte wohl zu einem Gutteil seinen Eltern. Mein Samenspender war ja irgendwie Musiker und ich denke schon, dass da irgendwas rübergekommen ist. Und meine Mutter war auch auf der Bühne, aber auf dem Film klar. Köftes Vater. Er stammt aus einer angesehenen algerischen Familie und feierte in den 70ern mit Do You Love Me ein One-Hit-Wonder. I love you. Yes, I do. Die Mutter, Lore Kalwies, spielt in zahlreichen Film- und Fernsehproduktionen. Sie hat Köfte als Alleinerziehende großgezogen. Das kann er doch gar nicht. Und wenn er frech wird, dann hole ich die Polizei. Und meiner Mutter habe ich vieles zu verdanken. Zum Beispiel unter anderem, dass sie mir nicht einen vorgeschriebenen Weg gelegt hat, den ich geben musste. Und
wenn sie es versucht hat manchmal, dann bin ich trotzdem irgendwie natürlich, weil es, klar, man merkt irgendwann, das hat nicht so die Konsequenzen. Und, aber grundsätzliche Freiheit verdanke ich ja schon. 1, 2. It's just a raven to my heart. Professor Beetz, ich hatte da mal eine Frage. Ja. Und zwar... Gleich erlebt unser Klassikexperte, wer musikalisch die Lufthoheit hat. Und zwar, wir sind ja auf unserem Halbton runtergestimmt. Ja. Das heißt, wir sind ja auf diesem... Dass man das immer mit der Oboe, mit dem Fagott. Schnitt! Das heißt tatsächlich, ich traue mich nicht, Fagge zu sagen. Genau. Dass der sozusagen auf dem unserem E. Na, also wir wechseln, der kommt dann, der fängt auf dem E an. Das ist eigentlich dann. Das ist alles, okay. Ist alles möglich. Wir werden das, ja? Finden, wir suchen das zusammen. Und da machen wir den. Aber super, klang gut, oder? Das geht wieder auf. Oh, den können wir zum Schluss bringen, oder? Yes. Bop, bop, bop. Bop, bop, bop. Ah ja, das war bestimmt. Das ist geil. Weil das ist so wie so ein. Kind of like a call and answer thing, like. Ja, genau, super. Ja, genau. 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 Siehst du genau den Rahmen? Musst du das spielen? Können wir es auch alleine machen? Ich möchte dir die Arbeit nicht wegnehmen. Schön. Gebucht, oder? Ja. Ist voll gebucht. Jawoll, jawoll. Aber mit der Nummer gehen wir dann ja auch auf Tour, ne? Professor Beat? Euch gibt's seit 1987. Wer ist denn noch von der Urbesetzung dabei? Du. Nur ich. Es gab doch mal einen, der hat die Band verlassen, weil er bei Voice of Germany mitgemacht hat, oder? Verlassen dürfen, sagen wir so. Ja, der nette Mann hat uns nichts davon erzählt und wir hatten jetzt so, naja, wir haben schon gewisse Ansichten auch, was so Massenmedien angeht und auch die Verblödung der Leute. Ja. Und da hatten wir eben was dagegen. Und deswegen haben wir ihm dann in dem Moment, als wir das erfahren haben, durch die Bild-Zeitung, ne, das passt ja auch schön ins Bild, haben wir dann gesagt, das geht so nicht. Wie muss man denn sein, damit man bei euch mitmusizieren darf? Man muss Musik machen können. Ja. Und man muss ein aufrechter Typ sein, finde ich. Okay. Ganz, ganz einfach ein aufrechter Typ. Und das ist der irgendwie dazu steht, was er macht. Der nicht da irgendwie. Weil, ich meine, wenn du so eine Musik machst oder ein Teil von der Band bist oder überhaupt von diesem Style, dann hast du dich natürlich im Leben auch schon entschieden, auf eine gewisse Seite dich zu positionieren. Ja. Und das ist bei uns dann nochmal ein bisschen mehr und ein bisschen stärkere Positionierung vielleicht als bei anderen, weil es eben halt noch ein wesentlich unkommerziellerer Style ist. Wobei das vielleicht mittlerweile auch schon sich geändert hat. Wie lange wollt ihr das machen? Habt ihr einen Plan, Ziel? Ich mache mir da nicht wirklich Gedanken darüber, was jetzt irgendwie in 10 Jahren ist. Mhm. Ich habe jetzt im Moment noch Spaß bei der Sache und es reicht auf jeden Fall, dass ich mir am Montag noch Brötchen kaufen kann und das ist für mich okay. Ich brauche weder viel Geld noch irgendwie große Perspektive. Ja, hat genau. Ich noch nie.
Ja, irgendwann ist halt, natürlich wird es auch dann albern. Wobei, es gibt dann immer wieder Gegenbeispiele. Also noch ein Iggy Pop oder so, ja, weißt du, oder Lemmy, der leider von uns gegangen ist oder so. Aber das waren Leute, die waren halt einfach cool, weil es eine Persönlichkeit war. Das ist keine Altersfrage. Aber es ist eben das, was ich sagte mit dieser Musik. Es ist eine sehr dynamische Musik. Mhm. Man hat vorgelegt, mhm, und, weißt du, und dann muss man gucken, dass man das Level hält. Und wenn das nicht mehr so ist, dann würde ich auch, wenn es wirklich nicht mehr geht, würde ich auch sagen, fuck it. Dann mache ich eben Country-Musik oder Blues oder so. Okay. Oder Klassik. Also, weil ihr jetzt alles einhalb, eure Instrumente in Haupt und Tiefe gestimmt, ja, sind, komme ich jetzt natürlich zu meinem tiefsten Ton auf dem Fagott. Und genau das ist das, was wir geil finden. Das wolltest du. Ja, genau. Ja. Das ist schon genau. Das ist echt geil. Super. Ja, nee, das ist so, na, dann ist er dabei. Das könnte man an dieser Stelle ganz gut bringen. Ja. Also, dass man das halt so, weißt du, so geistermäßig an dieser Stelle, wo jetzt nichts ist, ganz gut. Also, liebe Freunde, Metzin, ja, es hat unglaublich viel Spaß gemacht, ja, mit euch zu arbeiten. Ich habe keinen Bock mehr. Ich finde, das stimmt nicht. Das aber nicht unsere, weiter. Bis bald. Unsere Probezeit ist zu Ende, ja, leider. Wir sehen uns am Montag. Okay. Macht sehr viel Spaß, wir kriegen das, ja, hin. Cool. Tschüss zusammen, eine schöne Zeit. Ja. Ciao, macht's gut. Tschüss, schönes Wochenende. Ciao. Ciao. Tschüss. Manuel Salvador Ansaldo, kurz Mani. Mexikaner aus Los Angeles, 36-jährig, seit Teenagerzeiten ein Madsen-Fan. Getroffen hat er die Band anlässlich ihrer USA-Tour. Mani sagt, des Schicksals sanfte Hand habe ihn nach Berlin geführt. When I was a child, I was raised by my grandmother a lot and she. Er sei als Kind häufig bei der Großmutter gewesen, erzählt Mani. Sie habe immer und immer wieder von Berlin gesprochen, obwohl sie nie dort war. Sie hätte die USA, außer für Mexiko, überhaupt noch nie verlassen. Never been to Germany, never has left the United States other than Mexico. Mexico and the US. And I don't know, maybe something subconsciously. Im Unterbewussten, meint Manny, waren die Worte der Großmutter wohl von solcher Wirkkraft, dass er letztlich in Berlin landete. Ramon Mighty. Der 26-jährige Holländer ist der Jüngste bei Madsen. Ramon ist nicht nur Musiker, sondern auch Tätowierer. Auch er glaubt fest an die unerforschliche Macht des Schicksals. Es sei definitiv Fügung gewesen, dass er Mitglied von Madsen geworden sei. Der letzte Gitarrist, also Leadgitarrist, der vor mir war, der hat einen Flug verpasst nach Brasilien damals. Und ich habe da auch gespielt. Und dann, die haben noch einen Gitarrist gebraucht. Und haben wir rund gefragt und ein Sänger von einer meiner Bands meinte, frag mal Ramon, der schafft das schon in 2 Tagen. Also geprobt, mitgemacht und danach Kontakt behalten, habe kräftig und ein Nebenprojekt angefangen und dann ist er irgendwann also weggeschickt und war ich da drin. Also im Endeffekt, einer der Gründe, dass ich hier bin, ist, dass der verkackt hat. Quasi. Und wieso ich in Brasilien war, das auch wieder. Und so geht es immer weiter. So im Endeffekt, jede kleine Scheiß, was da passiert, hat sein Ziel. Saint Valley, 41-jährig. Der Slap-Bassist stammt aus der Bodensee-Gegend. Er ist Berufsmusiker, seit er vor 15 Jahren bei Madsen einstieg. Er wohnt mit Freundin Gabi, einer Altenpflegerin, zusammen. Ja, sagt er, er sei wohl etwas bürgerlicher geworden und lebe viel braver, als man denken würde. Also es gab sicher wilde Zeiten und man hat doch das eine oder andere auch mitgenommen, was das Leben so bietet. Aber inzwischen ist es wirklich so, dass man ist froh, wenn man dann nach dem Konzert ins Hotel geht und schlafen kann, weil in unserem Alter gehen solche Reisen und Shows, die ja auch Hochleistungssport sind tatsächlich,
nicht spurlos an einem vorüber. Und das kann man nicht machen, wenn man jetzt jeden Tag sich zuballert. Da gibt es vielleicht das eine oder andere Beispiel in der Rockgeschichte, aber für uns trifft das nicht zu. Also wir sind da eigentlich ganz schön spießig geworden. Das Wochenende ist vorbei. Es bleibt noch ein Tag zum Proben. Wir beginnen um 11 Uhr vormittags, was für die Musiker von meetz in aller Herrgottsfrühe ist. Ich spiele heute zum ersten Mal mit. Die Anfangstakte. Noch sind wir auf festem Boden. Herr Blättler mit den Burschen schon geprobt hatte, scheint er mir irgendwie auf verlorenem Posten. Auch ich stehe im Nebel. Könnt ihr das einmal zu zweit spielen, dass ich das einmal kapiere? Also Frage, fängt damit Frage an. 1, 2, 3, 4. Vielleicht könnte man es so machen, dass er bei der zweiten Stelle nur die Flöte kommt. Weißt du, was ich meine? Also, ja, ja. Das ist zwischen uns auch Wechselspiel. Das ist zwischen euch auch nochmal ein Wechselspiel. Ja, aber geht da. 1, 2, 3, go! Etwas skeptisch erst, weil der große Meister und so und wurde auch schon oft gemacht, aber wir müssen es irgendwie ein bisschen neu interpretieren und doch, jetzt bin ich sehr gelöst und hat es gut geklappt und jetzt auch mit Wiegald und Professor Beat. Ich glaube, der Band gefällt es auch. Hey, what are you saying? Beethoven rules. Beethoven rocks. So, also sind wir im Rennen. Ein Waschsalon in Schöneberg. Ein symbolischer Ort für ein Gespräch mit dem Kommunikationscoach von meetz. Ich glaube, dass diese Band noch nicht alles gezeigt hat, was sie kann. Und ich mag es nicht, wenn Leute unter ihren Möglichkeiten bleiben. Und deswegen bin ich dabei, weil ich an den Mann glaube. Harter Job. Ja. meetz, Gott sei es geklagt, kam vor einigen Monaten arg in die Bredouille. Es ging um Köftes Drogen- und Alkoholeskapaden. Als das letzte Jahr die gesamten diese krassen Abstürze waren und Krankenhausaufenthalte und Konzerte abgesagt wurden und Gagen irgendwie geflossen sind, danach war es dann eben so, dass das Ding gegen die Wand gefahren war. Und dann gab es innerhalb der Band halt auch Handlungsbedarf. Ich habe ihm geraten, offen und ehrlich zu sein und auf gut Deutsch die Hosen runterzulassen und zu sagen, das und das ist schief gelaufen. So und so werde ich es demnächst behandeln. Offen die Fehler kommunizieren. Klassisches Krisen-PR, ja, eigentlich. Ja. Im Mai dieses Jahres ließ Köfte dann auf Facebook die Hosen runter. Erstmal Fakten auf den Tisch. Und zwar war ich bis vor einem Jahr extrem abhängig, extrem süchtig. Hab verbotene Substanzen zu mir genommen. Und das war finanziell extremst aufreibend. Und ich habe Konzerte angenommen, im Vorfeld Geld bekommen. Die konnte ich dann teilweise nicht spielen, weil ich im Krankenhaus war. Da waren die Substanzen natürlich auch unter anderem mit für verantwortlich und mein ganzer Lebensstil. Das habe ich seit über einem halben Jahr geändert. Aber die Sachen kleben einem noch am Arsch und es sind ein Haufen Leute extrem sauer auf mich und zu verständlicherweise sauer auf mich und enttäuscht vielleicht auch. Und ich möchte mich bei all denen extremst entschuldigen.
Besuch in der Kreuzberger Passionskirche mit einem geläuterten Köfte. Köfte sieht sich als spirituellen, nicht religiösen Menschen. Der Bandname Metzin klingt übrigens ähnlich wie Metzen, also Medizin, was ja irgendwie zusammenpasst. Sünde ist ja auch so eine Art Medizin. Also zu hohe Dosen funktionieren nicht, aber in gesunden Dosen ist Sünde eine gute Sache. Nach 30 Jahren Sex, Drugs and Rock'n'Roll, seine maßgeblichen Werte haben sich verändert. Hätte ich früher wahrscheinlich nicht gesagt, aber letzten Endes Liebe und Ehrlichkeit, würde ich schon sagen, das Wichtigste. Ehrlich durchs Leben gehen, das ist so, finde ich, das Schwierigste, was du machen kannst. Also ich versuche es irgendwie und man bekommt doch immer wieder, man muss ständig, das ist ein Struggle. Irgendwie. Letzte Runde. Noch ist alles im Fluss. Beethoven noch nicht gebändigt. Funktioniert aber, oder? Oder ist euch das zu konkret? Also man kann natürlich ich dachte eben auch dran. Also einfach so Sounds machen, kann man natürlich auch. Oder? Irgendwie so, genau. Ja. Und dann kurz klingen lassen. Auf einen Punkt. Ja, wobei das so. Genau. Ich halte den schon. Ton und Sie machen eine Gabriole. Ja, dann mache ich diese ganze Runde. Machen wir noch einmal. Ich würde sagen, nicht mitspielen, okay. weil okay. Weißt du, weil dann kommt ihr da wieder rein. Ja. Weil das euer Thema auch ist. Okidoki. Weißt du, was ich meine? Was? Ich möchte was sagen. Okay, ja, weißt du? Ich habe schon verstanden. Ja. Ja, die Sprache der Musik. Weil dann kommt das, an der Stelle ist dann wieder Rock und dann kommt das, wieder so rein, so Film, so ein bisschen Soundtrack. Okay. Gut. Soundtrack-Style, weißt du? Ja. 1, 2, 3, 4, die Ace of Spades! Die Ace of Spades! Nee? Hey, ein bisschen zu lang. Okay. Ja. Ein paar der notdürftig geprobten Einsätze spielen wir nun auf Band ein, für Soundeffekte. Das war super. So, ja. I'm a mean machine and I like that deal. Köfte hat das Thema seines Songs gefunden. Der Text ist, nicht unerwartet, ganz an Clockwork Orange angelehnt. An Alex, den Anführer der Schlägerbande im Film. Reminiszenzen an Köftes Jugend in Berlin. Also es ist so ein bisschen aus der Sicht eines Geistesgestörten, dieser Mensch, der jetzt träumt, dass er Alex ist, sieht sich halt als Mean Machine. Ja? Also wie so ein Mensch, also eine gemeine, fiese Maschine. Also es geht um Gangs, um Street Gangs. So einfach ist das. Und das Ding ist halt, dass das natürlich in Berlin, wo ich damals groß geworden bin, da war es eben ja noch so. Und das erinnert natürlich auch viel daran. Und in den Straßen war halt auch so, du musstest irgendwie immer einer Gang zugehören oder einer Gruppierung. Und man hat sich natürlich untereinander immer geschlägert, völlig sinnlos irgendwie, weil der eine so aussieht und so denkt und der andere anders aussieht. Also völlig bescheuert. Und insofern konnte ich mich mal gut damit identifizieren. Wobei es letzten Endes natürlich eigentlich aus heutiger Sicht völliger Wahnsinn war. Aber so ist es eben. Da können wir noch. Also. Made my shade, you know.
Weißt du, was ich meine? Auf Herrn Blättler und mich wartet noch ein etwas spezieller Thrill. Musikalisch passen Herr Blättler und ich ja nur bedingt zu Metzen. Umso wichtiger ist die Initiation, damit wir optisch dazu passen. Kilometer außerhalb von Berlin. Schön verborgen in einem lichten Kiefernwald. Beethoven, wir kommen. Für die Uraufführung haben wir uns auf die Suche gemacht nach einem Ort, der zur Schicksalssymphonie und Beethoven ebenso sehr passt wie zu Meetz. Und wir sind fündig geworden. Ein Lungensanatorium. 100-jährig. Seit Jahrzehnten verlassen. Vermeintlich. Man munkelt, es gehen Leute um. Untote. Schreie seien zu hören. Sicher ist, dass in den letzten Jahren die Heilstätte zur Unheilstätte gedieh. Morde wurden hier begangen. Ein schicksalsträchtiger Ort. Jetzt klopft das Schicksal wieder. Dreimal kurz und einmal lang. Reality is cruel and mean. I'm living in the droogie queen. Vielen Dank, Meister Beethoven, für die Inspiration.